Servus Leute, ich sitze gerade bei mir im Flur, wo meine Netzwerkinfrastruktur aufgebaut ist. Hier steht mein QNAP TS251 und hier ist das UX800P, das ich ja vom Christian vom QNAP Club mal ausgeliehen bekommen habe. Ich hatte euch da den ersten Eindruck ja schon vor ein paar Wochen mal gezeigt gehabt und jetzt konnte ich mal so das ein oder andere Experiment damit machen und mir mal so einen Eindruck verschaffen, wie das Ding denn wirklich so läuft, ob das wirklich alles so einfach funktioniert oder nicht. Hier vorne ist auch ein Mikrofon. Ich bin jetzt mal kurz ruhig. Ich weiß nicht, ob man es hört. Auf jeden Fall, ich meine, hier sind ja zwei Ventilatoren drin und die machen sich doch bemerkbar, also gerade im Vergleich zu einem normalen QNAP TS251. Auf der anderen Seite, aus der Entfernung schreckt es ein bisschen ab, aber wenn ich jetzt da 3 Meter weiter in die Richtung bin in meinem Zimmer, höre ich das schon gar nicht mehr. Also es ist nicht ganz so dramatisch, wie man sich das vorstellen müsste. Also selbst wenn hier die Festplatten rattern oder nicht, zeige ich gerade eben, transkodiert das Ding hier gerade ein paar Gigabyte, macht von der Lautstärke da jetzt keinen großen Unterschied. Ansonsten, was natürlich immer interessant ist bei so Dingern, wie ist denn der Stromverbrauch? Ne? Ich habe ja hier über so Fritz intelligente Steckdosen und so, und damit kann ich dann immer so ein bisschen mal den Stromverbrauch überprüfen. Wenn man das Ding jetzt einfach mal anstöpselt, ohne dass es jetzt irgendwie an ist oder so, also so im Standby-Betrieb ist, dann verbraucht es so 1 Watt, 1,5 Watt, wenn es hochkommt. Ich sag mal so, das schwankt immer so ein bisschen, mal an der Steckdose hängen noch ein paar andere Sachen, aber das war so das, was ich jetzt hier so wahrnehmen konnte. 1 Watt, 1,5 Watt, ja, also das ist ein Standby-Betrieb, mit dem kann man leben. Interessanter wird es dann schon wieder, sobald das Ding startet. Also selbst wenn da noch keine Festplatten drin sind. Ich meine, ich habe da momentan jetzt nur noch eine Festplatte drin. Da hatte ich bis zu 3 Festplatten mal drin. 8 Stück passen ja insgesamt rein, aber so viele Platten hatte ich dann doch nicht hier. Da hat sich dann doch bemerkbar gemacht. Also beim Hochfahren mit einer Festplatte drin waren es so 32 Watt. Ja, ziehen wir mal die Festplatte irgendwie ab mit ihren 3, 4 Watt oder sowas, dann ist es immer noch so 28 Watt um den Dreh herum. Wenn man das mit meinem QNAP TS251 vergleicht, ist das schon eine Hausnummer größer. Ich meine, es ist immer noch nicht immens. Ich meine, hier ist ja ein 350 Watt Netzteil drin. Aber es macht sich schon bemerkbar, wenn es nonstop läuft. Auf der anderen Seite gibt es ja diese tolle Funktionalität, dass sich also diese Festplattenerweiterung, das UX800P, ausschaltet, sobald sich das QNAP NAS ausschaltet, mit dem es verbunden ist. Ich muss sagen, das funktioniert auch ziemlich gut. Also ich habe da bisher keine Probleme wahrgenommen. Wenn ich das QNAP starte, dann startet das Ding ja auch wieder, sobald das Ding hochgefahren ist. Also das funktioniert soweit. Das macht keine Probleme. Von der Stromaufnahme, wenn jetzt da die Festplatte am Rödeln ist, ich habe da so ein paar Speedtests drüber laufen lassen, Daten drüber laufen, transkodieren und so, dann verbraucht das Ding natürlich nochmal so 3-4 Watt mehr, je nachdem, was in der Festplatte drin ist. Da ist jetzt gerade eine Seagate Barracuda drin, mit 7200 Umdrehungen. Also es ist überschaubar. In der Basisausführung, sage ich mal, ohne dass da groß was läuft, verbraucht es halt schon ein bisschen Strom. Das darf man halt nicht vergessen. Sollte man sich dann auch wirklich nur dann anschaffen, wie man es auch wirklich braucht. Aber ansonsten muss ich sagen, ich war überrascht, wie einfach es ist, weil ich meine, hier hängt jetzt das USB 3.0 Kabel draus. Das ist hier mit dem Anschluss verbunden und mit dem QNAP NAS mit dem USB 3.0 Port und ich habe es eingestöpselt, ich bin auf die Oberfläche gegangen und habe da das gleich erkannt mit allen Festplatten, die da drin sind. Ich hatte da jetzt noch ein paar Probleme, das war, meine Festplatte jetzt nicht richtig formatiert war, weil ich die vor meinem Rechner drin hatte und so. Dann müsst ihr aber nur schauen, solltet ihr ein QNAP UX800P haben und da partout die Festplatte sich nicht formatieren lassen will, ja, warum auch immer mit so einer Fehlermeldung, irgendwie Befehlsüberschreitung oder wie auch immer die Fehlermeldung hieß, dann solltet ihr da einfach nochmal so einen Test durchlaufen lassen und danach hat es ohne Probleme funktioniert. Und auch das Formatieren selber hat ohne Probleme funktioniert und so. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja kein NAS, sondern das ist wirklich nur die reine Festplattenerweiterung und diese ganzen Rechenoperationen laufen ja immer noch über das Hauptgerät. Unabhängig davon, also das Einbinden hat wunderbar funktioniert, auch was die Performance angeht. Ich meine, man könnte jetzt mal, naja, gut, die Performance zum NAS ist eine Sache, aber wenn es jetzt dann nochmal durch den Flaschenhals-USB-Port gehen muss, also da kann ich euch auch beruhigen, da gibt es auch überhaupt nichts zu meckern. Also ich meine, ich habe ja mit meinem TS251 von meinem Rechner, das per Gigabit LAN verbunden ist, habe ich ja so 80 bis 100 Megabyte pro Sekunde Übertragungsrate.
das kriege ich eigentlich eins zu eins mit Daten, die jetzt hier drauf sind, genauso hin. Also wenn ich hier was draufschiebe von meinem Rechner oder runterzauge und sowas, sind es eigentlich dieselben Geschwindigkeiten, die ich auch direkt hier auf meinem QNAP NAS habe. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Interessanterweise, als ich Daten jetzt vom TS251 auf das UX800P rübergeschoben habe, ging es halt noch mal ein bisschen schneller. Da hat halt sozusagen der Flaschenhals-LAN-Port, war da nicht entscheidend, sondern da konnte ich dank USB 3.0 da glaube ich schon einiges mehr an Geschwindigkeit rausholen. Also wenn man das so als Backup von seinem NAS benutzt, muss man sich da wegen der Geschwindigkeit überhaupt keine Sorgen machen. Das flutscht wirklich. Ja. Was soll man als abschließendes Fazit sagen? Für mich als Privatuser ist es jetzt erstmal nichts. Ich meine, ich habe jetzt momentan 6 GB in meinem NAS drin und bin damit auch froh. Das reicht mir auch erstmal. Wer wirklich so viele Daten hat oder ein Kleinunternehmen, Architekturbüro, Fotograf ist, was auch immer, der, für den könnte sowas eventuell sein. Man darf aber nicht vergessen, dieses Gerät hier kostet 500 Euro. Das ist schon mal eine Hausnummer. Damit kann man sich dann auch gleich, sage ich mal, einen 4 Bay NAS holen oder so. Ja, da hat man zwar nur 4 statt 8 Bays, aber vielleicht reicht das ja schon und man hat ein richtiges, noch ein vollständiges NAS-Gerät dazu. Ansonsten, wenn man seine Infrastruktur einfach erweitern will und das nicht mit einer einfachen USB-Platte machen will, sondern gleich mit sowas, kann ich das nur wärmstens weiterempfehlen. Vom Handling und so, ohne Probleme und ja, das läuft. Und Stromverbrauch ist jetzt auch nicht übertrieben, also selbst wenn da jetzt 350 Watt Netzteil drin ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Situation aussehen würde, wenn jetzt hier 8 Festplatten drin wären, die nonstop laufen würden, aber naja, ich glaube, für den Normalo ist das egal. Wenn jetzt von eurer Seite da jetzt noch irgendwelche Fragen sein sollten, könnt ihr mir die gerne stellen. Ich werde das Ding jetzt demnächst dem Christian vom QNAP Club zurückschicken. Ich glaube, der vermisst das schon langsam und ich glaube, meine Frau wird dann auch endlich froh sein, wenn das Ding hier endlich aus dem Flur wieder verschwindet. In dem Sinne, hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt und bis demnächst. Ciao, ciao.